Hallo liebe Camper, einen wunderschönen guten Abend und einen netten Gruß aus Dingesbühl. Ähm, ich habe heute eine kleine ja, interessante Nachricht zu verkünden. Und zwar, wir haben das schon auf dem Camper-Tobi-Sein-Kanal angeteasert. Ähm, wir werden ein, wie sagen wir dazu, ein... Oh, Camper-Treff organisieren, sprich eine kleine Camper-Party machen oder beziehungsweise ein Camper-Wochenend hier veranstalten, weil wir hatten ja leider Gottes durch Corona letztes Jahr auch gar nicht die Möglichkeit, unsere Öffnung entsprechend zu feiern beziehungsweise überhaupt mal Leute einzuladen. Wir hatten eigentlich vor regelmäßig einen Camper-Stammtisch einzuberufen, auch das war uns durch Corona natürlich immer wieder verwehrt worden. Und darum haben wir jetzt gesagt, wir wollen definitiv am 6., 7. und 8. August ähm, ein Wochenende euch einladen. Äh, zu uns hier nach Dinkespül. Wir werden Freitag wird Anreise sein, Samstag ein bisschen Programm und einfach hier ein bisschen zusammensetzen, kennenlernen für äh, Kleinigkeit zu essen und zu trinken, ist natürlich gesorgt. Ähm, da lassen wir was kommen. Stellplatz gibt es auch hier gleich ums Eck und für Plätze, wo ihr übernachten könnt, auch hier um uns rum wird auch entsprechend gesorgt. Das glaube ich wird ganz toll und da wollen wir uns euch oder wollen wir euch natürlich auch ganz herzlich einladen dazu. Und auch werden wir bis dahin unseren Mika Club gründen. Das heißt, wir werden da so personalisierte Clubkarten machen. Ähm, Wo es auch einen kleinen Vorteil für euch gibt, dadurch. Und das wollen wir eben alles da auch feiern und äh, euch auch Danke sagen. Und ja, das ist unser Anliegen. Camper Tobi wird da sein. Und vielleicht auch noch der ein oder andere YouTuber, beziehungsweise vielleicht auch noch der ein oder andere äh, Hersteller, sprich Fabrikant. Äh, da sind wir noch in der Mache. Ähm, da wollen wir äh, euch auch kurz vorher nur Bescheid sagen. Das Einzige, worum ich euch bitte, ist äh, eine rechtzeitige bzw. eine Anmeldung, kurze Info, damit ich weiß, dass ihr kommt. Ganz toll wäre noch euer Kennzeichen mir zu nennen, bzw. Äh, mit dem Wohnmobil, welches Wohnmobil und Kennzeichen, damit ich weiß und Telefonnummer, äh, damit wir euch auch erreichen können weil wir ein bisschen organisieren müssen zwischen autarke und nicht autarke Stellplätze, weil wir haben Stellplätze mit Strom versorgt und wir haben Stellplätze, die nicht mit Strom versorgt sind, dass wir das bei der Anreise dann dementsprechend ein bisschen organisieren können. Wir wissen noch nicht ganz genau, was auf uns zukommt. Wir sind gespannt, also wie viele Fahrzeuge, wie viele Kunden, wie viele Freunde, Camperfreunde von euch hier äh, erscheinen. Uns wird natürlich unheimlich freuen, wenn wir Dingelsbühl hier fluten. Dingelsbühl ist auch auf alle Fälle eine tolle Reise wert, weil äh, auch das kann man natürlich an diesem Wochenende tun. Ähm, wenn ihr die Fahrräder dabei habt, mal nach Dingelsbühl reinfahren, die Altstadt angucken. Wunder, wunderschön. Äh, schimpft sich ja die schönste Altstadt Deutschlands. Also wirklich, alle, die bisher da waren, waren immer mega begeistert. Und ähm, ja, dazu laden wir euch ein. Und wir würden uns ganz, ganz herzlich freuen über zahlreiches Erscheinen eurerseits. Jo, was gibt's sonst Neues? Dazu nehme ich euch mal kurz mit hinter in die Werkstatt, weil da haben wir mal wieder einen Kastenwagen da, einen schönen Van. Bitte nicht wundern, hier liegen ein bisschen Leuchten rum, weil wir werden unsere Werkstatt wie auch unseren Laden mit neuen Leuchtstoffröhren versorgen. Weil, ja, a, ein bisschen sparsamer, b, ein bisschen heller. Wir werden jetzt hier umstellen auf komplett LED-Beleuchtung, weil das auch für die Werkstatt hinten einfach effektiver ist, weil es da auch ein bisschen dunkel manchmal ist, gerade jetzt, wenn dann der Herbst wieder kommt. Darum liegen hier ein paar Proberöhren rum. Ähm, ja, hier haben wir einen schönen Van stehen, den wir gerade umbauen. Ähm, was machen wir an dem? Äh, der kriegt von uns eine Lithium-Batterie sowie einen Wechselrichter mit Ladebooster verbaut. Äh, der Kunde hat sich hier für die Elemente von Victron entschieden. Äh, mit einem Smartshunt, damit man natürlich auch weiß, was Sache ist. Ähm, wir haben das hier so gelöst: bitte noch nicht auf die Verkabelung schauen, weil es wird natürlich standardsgemäß Alamiga Caravan alles sauber und ordentlich gemacht. Wir haben jetzt gerade heute die ganzen Geräte eingepasst. Jetzt müssen die ganzen Kabel noch sortiert werden und befestigt werden. Jetzt haben wir erst einmal die Geräteaufteilung organisiert, weil hier haben wir den Wechselrichter reingehängt. Der Ladebooster kommt noch rein. Dann hier der Messschand. Dann müssen die ganzen Sicherungen da hinten organisiert werden und und und. Das ist alles noch nicht äh, fertig. Haben wir heute angefangen. Dann haben wir äh, natürlich schon die Netzumschaltung gemacht. Da sieht man schon wieder, welcher Aufwand. Ne? Weil hier unten äh, sind die ganzen 230-Volt-Kabel entsprechend. Da mussten die ganzen Schubkästen raus. Ähm, und hier hinten haben wir die 230-Volt-Sicherung. Halt noch eins weiter war es. Das ist kein Da war sie drin, genau, weil da müssen wir ja nur ein FI einbauen. Für den Wechselrichter. Auch das ist ganz wichtig und sicherheitstechnisch relevant. Auch das wird hier noch gelöst und wird noch gemacht. Und natürlich auch das Display vom Wechselrichter verbaut, damit man die Netzumschaltung sauber einstellen kann, sprich den Wechselrichter sauber einstellen kann. Also ähm, den kennt er ja schon, muss ich nicht viel dazu erklären. Das ist der 2000VA. Den wir hier verbauen. Standardmäßig sehen wir hier war eine ist eine AGM-Batterie, die bauen wir hier raus. Der Kunde möchte das alles unter der Sitzbank haben. Warum? Weil wir dann im zweiten Schritt im Herbst hier eine Dieselheizung verbauen als Zusatzheizung und dann brauchen wir natürlich hier Platz und darum haben wir uns dazu entschieden, die Batterie dahinter zu bauen. Und wenn wir die Dieselheizung reinmachen, kommt hier auch nochmals eine zweite Batterie rein. Und das macht dann natürlich Sinn, weil wir da jetzt auch gleichzeitig den Platz dafür vorgesehen haben, damit wir zwei reinmachen können. Das ist dann schon richtig perfekt. Und dann hat der Kunde richtig Power, richtig Strom und kann da richtig loslegen. Und mit Dieselheizung, Wechselrichter ist er dann auch wirklich gut autark. Und was man dann auch noch tun werden bei dem Fahrzeug ist im Herbst den Abwassertank ausisolieren, mit Heizmatte entsprechend äh, versorgen, dass der auch beheizbar ist, wie auch der Frischwassertank, der da hinten an der Außenwand liegt, damit da nichts mehr passiert und wenn das Fahrzeug nachträglich richtig wintertauglich machen. Ähm, wird eine spannende Sache und da freuen wir uns auch schon riesig drauf. Das wird wieder interessant was wir hier alles tun und alles umbauen. Dann haben wir hier natürlich noch einen Sog eingebaut, ähm, der auch immer richtig empfehlenswert ist. Ich liebe diesen Sog, ist für kleines Geld, wenn man überlegt, ich glaube, äh, der Sog selber ohne Einbau liegt bei 165 Euro und es ist so eine einfache Sache ähm, und der zieht aus der Kassette die Gerüche immer nach außen. In der Kassette entsteht so ein Vakuum, und wie ich innen drin den Hebel aufmache, fängt der Lüfter sofort das Laufen an hier durch den Kohlefilter durch, und ich habe innen drin im Fahrzeug wirklich keinerlei Gerüche mehr. Also ich finde es richtig phänomenal. Das macht richtig Spaß, und da hat man auch richtig was davon. Jo, hier haben wir noch ein kleines Fahrzeug stehen, einen Teil integrierten Drüben auf unserem Platz steht natürlich noch mehr. Da haben wir noch richtig viel Arbeit. Bei dem Fahrzeug äh, haben wir eine kleine, ja, ich will zumal sagen, Mängelbeseitigung gemacht. Da war ein Stecker abgerissen von der Satellitenschüssel. Dann war, ja, mit den Algo-Stützen, da stimmt noch was nicht. Äh, die müssen wir uns mal morgen nochmal angucken. Und ja, noch ein paar Kleinigkeiten. Dann sind wir hier auch wieder durch. Dann haben wir drüben auf dem Hof noch einen großen Liner stehen. Der kriegt dann schönen Wechselrichter vom WCS. Ähm, da hole ich euch noch dazu. Und so fängt die Woche schon wieder gut an, haben wir gut zu tun, da freuen wir uns auch drauf und ja, da nehme ich euch natürlich überall auch wieder herzlich mit, das war jetzt mal ein relativ kurzes Montagsvideo, ähm, gerade aktuell ist recht eng immer mit den, mit den Videos machen. Ich weiß schon, äh, ich hänge mich daran, damit wir da weiter am Ball bleiben, aber zeittechnisch ist es gerade aktuell gar nicht so einfach, aber das kriegen wir schon hin. Ähm, jetzt habe ich euch erst einmal das Projekt nur vorgestellt. Wichtig war mir natürlich in erster Linie, dass ich euch mitteile bezüglich der Einladung. Bitte nicht vergessen, wird uns sehr freuen. 6., 7. 8. August. Und da sind wir schon richtig gespannt. Upsa, jetzt stellen wir euch einmal wieder hin. Wie viele Leute das da kommen? Und ja, da würden wir uns wirklich freuen, wenn er zahlreich erscheint. Und unter anderem möchte ich heute noch auf äh, Camper Tobis Kanal verweisen, weil der hat den Fiat Ducato 8 vor die Kamera bekommen und äh, ganz tolles Video. Da kann man auch schon die ersten Eindrücke original gewinnen, wie der Fiat Ducato 8 ausschaut. Also Schaut beim Camper Tobi auch mal vorbei, ähm, tolles Video gewesen, oder ist es. Äh, in dem Sinn, euch noch einen wunderschönen Abend und bleibt gesund, äh, wenn euch das Video gefallen hat. Über ein Like freue ich mich, wie auch über ein neues Abonnement und wir sehen uns in ein, zwei Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.